Gerhard Müller nimmt uns mit in seinen Hofladen. Hier verkaufen Sie nebenher, was der kleine Hof produziert. Ein Zubrot. Wir sind jetzt nicht auf einem Standbein. Das heißt, wenn jetzt die Milch einen schlechten Preis hat, macht uns das nicht so viel aus, weil unser Milchaufkommen ist nicht so hoch. Mhm. Also fällt bei uns das nicht so arg ins Gewicht. Das heißt, Sie haben noch Getreide und so weiter. Ja, oder wir haben jetzt auch die Eier von den Hühnern zum Beispiel. Wir haben auch noch Fleischproduktion, also Maschtiere. Früher gehörte der Hof den Eltern von Gerhard Müller. Er ist hier aufgewachsen. Ich habe noch nie woanders gewohnt, ja. Wie ist das, so nah bei der Arbeit zu wohnen? Hast du gekriegt? Oder eher manchmal auch nervig? Ja, also ich bin nichts anderes gewöhnt. Also wenn Sie dran einwachsen, macht Ihnen das auch nichts aus. Schon seit Jahrzehnten arbeitet Gerhard Müller auf dem Hof. Doch im Herbst wird sich hier einiges ändern. Dann steht eine richtige Zäsur an.